Ja, nur, dass ich wahrscheinlich 20 Jahre, 22 Jahre älter bin. So, jetzt will ich aber ganz gerne nochmal. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn. Nee, nicht du. Ich weiß es nicht. Egal. So, wie sieht's jetzt aus? Wie erkundet. Ah, ich habe alles. Ach, warte mal. Hier oben habe ich noch was. Da oben habe ich erkundet, aber hier habe ich noch was. Was kann denn da fehlen? Warte mal. Ich meine, du bist noch gar nicht alt. Ja. Ja. Danke für das Kompliment, aber mein Körper sagt was anderes tatsächlich. Aber danke für das Kompliment. So, komme ich hier rüber, ohne dass ich runterfliege? Tatsache. Ich habe da hinten noch eine Brücke, ne? So, oh ja, okay. Jetzt hat es gerade tatsächlich ein bisschen gehangen. Willst du mal reinsehen? Was hast So, du gefunden? Dankeschön. Und dann können wir jetzt Tatsache noch hier rüber. Was haben wir denn jetzt noch hier drüben? Ja, okay, manchmal, Tatsache, manchmal hängt das so ein bisschen. So, geht mal nach Hause. Ich gehe nicht davon aus, dass ich bis darüber komme. Ach, ich bin jetzt einfach über diesem einen Ding. Ah. So, super. Aber was haben wir jetzt hier? Warum können wir hier hin? Und was sollen wir hier? Oh, hallo. Oh, warte mal. Es sind einfach zwei. Nein. Und die sehen eklig. Ich drücke die falsche Taste. Es sind drei. Fühle ich jetzt nicht so. Geht mal nach Hause. Ich finde die Dinger eklig. Da hinten ist eine Kiste. Könnt ihr bitte mich jetzt einfach in Ruhe lassen? Wo willst du denn hin? Warte mal, ich brauche einen Stim. Oh Gott. Ich hoffe, bei dir läuft das in der Schule auch. Okay. Ich hoffe, du bekommst gute Noten. Warte mal, du musst doch, oder? Eigentlich, du bekommst doch schon Noten, oder? Mit, ja, doch, vierte, fünfte? Doch, 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 doch. Ah, hallo? Ich hänge hier. Hallo. Er hat mich umarmt. Hier haben wir noch eine Kiste. Sehr schön. Auf damit. Was haben wir hier drin? Willst du nachsehen? Willst Findest du immer gute Sachen. nachsehen? Neues Lichtschwert. Laminstahl. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Was ist das hier? Warum kann ich hier hoch und was kann ich. Was soll ich da drüben? Ja, was ist das? Wettersensor. Der Jedi-Meister Enno Cordova hatte diesen Wettersensor ursprünglich gebaut, um zu wissen, ob er bei seinen Ausgrabungen seinen Pullover tragen sollte. Zu einer großen Überraschung zeigten die Messdaten allerdings Spuren einer elektromagnetischen Strahlung in den Winden auf Bogano an, obwohl die Konzentration dort deutlich geringer war als auf Zepho, nahm Cordova an. Dass dies einer der Gründe gewesen sein könnte, warum die Zepho ihre Gewölbe auf Bogano errichten hatten. Kann dir hier nicht schreiben, weil du das aus hast. Was wolltest du denn schreiben? Ich kann mal gucken, ob. Ich habe aber keine Fehlermeldung bekommen. Also was wolltest du denn schreiben? Kannst du es vielleicht umschreiben? Was genau du machen wolltest, weil ich weiß gerade nicht, was du meinst. Sorry. Dann haben wir aber soweit alles, oder? Erkundet. Ach, guck mal, hier fehlt. Lol, hier bekomme ich noch eine Truhe? Wo? Wo finde ich diese Truhe? Das hier ist da unten.
Wo finde ich denn diese Truhe? Ich mag die schon wieder gar nicht. Ach, da hinten, guck mal. Alles hackt und geht nicht. Ich wollte dir einfach nur mal so privat schreiben, aber da steht, dass du das aus hast. Du wolltest mich auf Discord anschreiben, meinst du? Gib mir mal deinen, oder schreib mir mal deinen Namen bitte in den Chat. Ich kann noch mal gucken, ob das tatsächlich so ist, aber ich bin hier bei 6000 KBS. Das ist, schreib mir deinen Namen einfach mal in den Chat. So, hier haben wir noch eine Kiste. Ich wusste, dass du hier haben wir noch eine Kiste. Nee, hier bei Twitch. Ach so, privat anschreiben. Das habe ich tatsächlich aus, ja. Das habe ich... Mein Controller vibriert, das ist nicht so schön. Das habe ich tatsächlich aus, ja. Das mag ich nicht so ganz. So, das haben wir. Wir haben jetzt alles, ne? Ne, hier fehlt theoretisch noch eine Kiste. Hier hätte ich noch eine Truhe. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen jetzt nicht unbedingt alles mitnehmen. Ich kann ja mal kurz was gucken. Sekunde bitte. Geht gleich weiter. Oh. Du hast uns wieder von einem unbekannten Benutzer. Wieso? Warte mal. Hi. So, hast du eine Nachricht bekommen? Oh nein, du schon wieder. Aber du schützt ja schnell, das ist gut. Sagt er und ist noch nicht tot. Super. Wo? Wir müssen da hoch tatsächlich. Hast du denn eine Nachricht bekommen? Ich auch. Ich denke auch, dass sie die zweite Schwester sein wird. Astrion. Jo, anscheinend hast du. Das sieht alles sehr schön aus. Hast du denn irgendwas noch im Hintergrund offen, dass bei dir irgendwas herunterlädt, lädt oder so? Oder wie viele Programme hast du zum Beispiel offen? Es kann auch sein, dass du einfach zu viele Sachen gleichzeitig offen hast. Muss nicht unbedingt was herunterladen sein. So, wir haben 2 Fähigkeitspunkte. Können wir die vielleicht noch irgendwo einsetzen? Ich muss aber tatsächlich OBS wieder anmachen, weil sonst sehe ich nicht, ob ich gemutet bin. Das ist ein bisschen, Gruppen verlangsamen. Das ist aber nicht so toll. Warte mal. Verheerender Magnet. Ein mächtiger Magnet, der Gegnergruppen rückartig in Richtung... Nee, das ist nicht schön. Ihr nehmt es hier. Wir haben hier noch 1, 2, 3, 4, 5 Fähigkeiten, die wir noch aktivieren können. So, dann wollen wir mal hier reingehen, ne? Das ist das Einzige, was wir auch hier tatsächlich gerade machen können. Naja. Ach, weil... nee, okay. Dann gehen wir mal rein. Mal gucken, was wir finden. Gar nichts ist. Okay, das ist leider schade, aber da... weiß ich leider nicht, was ich sagen kann. Also ich habe gerade selber geguckt und es scheint relativ... Also es ist okay, es hängt nicht. Da kann ich dir leider dann nicht helfen. Sollten wir denn hier rein? Wir sollen hier rein. Oh. Der Wahnsinn. Das Gewölbe selbst ist wie ein riesiges Holocron. Irgendwas das Gewölbe selbst. Ja, sehen wir nach. Was haben wir denn hier hinten schon? Das scheint mir aber ein großer Spiegel zu sein. Was haben wir hier? Uff. Oh, wo sind wir denn jetzt? Warte mal, ich brauche ein Thumbnail. Danke. Diese Chronik unserer Zivilisation ist für die Nachwelt gedacht. Okay. Trotz Weisheit und Fortschritt stehen wir vor der Ausrottung. Okay.
Sind das die Jedi-Meister? Wir ließen uns das Gleichgewicht verlieren. Und langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Langsam hat unser Stolz uns korrumpiert. Okay. Je mehr Kontrolle wir anstrebten, desto näher kam der Untergang. Was? Ich führe den Rest meines Volkes ins große Unbekannte. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Frieden, dies ist unsere große Hoffnung. Die gucken mich alle an, das macht mir ein bisschen Angst. Ich gehe weiter. Ich kann hier irgendwas interagieren. Ich werde sie die Wege der Macht lehren. Meister Kestis. Wir werden mit dem Aufwärmen beginnen. Was ist die Macht? Versammelt euch alle. Meister Kestis. Glaubt ihr, das Imperium findet uns? Ach so, ich habe mich heute schon gefragt, wer ist das da hinten, aber wir sind einfach nur geteilt worden. Sind wir denn jetzt noch ich und ich bin wir? Weisheiten mit Teddy. Okay, ich glaube, wir sollen weiterlaufen tatsächlich. Tun wir das doch einfach mal. Haben wir jetzt sie gelehrt? Ich glaube, ich muss hier hoch. Eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Und hier scheint sich auch schon die Farbe zu ändern. Das Imperium! Die Inquisitoren sind hier! Meister, sollen wir kämpfen? Sie kommen! Zu den Gräben! Weitergehen! Passt auf euch auf! Oh Gott. Jünglinge fangen. Den Rest umlegen. Wir werden schnell. Weiterfeuern. Das scheint ein Jedi-Meister zu sein hier. Und das ist... Ne, oder das ist ein Padawan. Sucht weiter. Sie können nicht weit sein. Sind das jetzt die Angriffe des Klonkriegs? Ihr gesichtet! Hilft mir, Meister Kestis! Rücke vor! Rücke vor. Nein, das ist kein Jedi-Meister, wie ich es erst behauptet habe. Das ist einer von ihnen. Ausschwärmen, da sind noch mehr. Ja, Sir. Du kannst dich nicht verstecken. Hab ich dich! Nein. Ruhe in Frieden, kleiner Padawan. Ruhe in Frieden. Kerl Kestis. Was? Wieso? Ergib dich, dann verschonen wir vielleicht die Jüngsten. Ganz recht. Nein, wir ergeben uns nicht. Nein. 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 Wo sind wir? Ich habe Angst. Was passiert mit uns? Oh je. Meister Kestis, warum? Wurde mit Ihnen etwa experimentiert? Ich glaube, ich muss da weiter. Die Tür geht doch zu, oder? Nein. Ich hab mich nicht erschrocken. Nein. Halte um die Umgebung mit einem Lichtschwert. Das dann ist ein... Wo sind wir? Was habe ich denn jetzt auf einmal an? Ich glaube, ich muss mit dem Spiegel hier vorne interagieren.
Okay. Ich denke mal, wir müssen das gleich jetzt auch auf der anderen Seite machen. Wir interagieren mal mit den grünen Gestein, das, was wir hier hatten. Oh nein, nicht sie. Wie ungewöhnlich vorausschauend von dir, Padawan. Nein. Ich dachte, deine größte Tugend wäre deine Sturheit, wenn du von einem Debakel ins nächste stolperst. Dann war es wohl ein Fehler, mich auf Bracca nicht zu töten. Das war Mitleid. Was ist schon ein kleiner Padawan gegen einen Preis, der mir die Gunst des Imperators verschafft? Und du glaubst, ich lasse dich mit dem Holocron entkommen? Aber natürlich nicht. Wir haben beide unseren Stolz. Aber dein Stolz hat das Leben so vieler machtbegabter Kinder auf dieser Liste gekostet. Und jetzt auch dein Leben. Wie du gesagt hast, ich bin sehr stur. Na dann wollen wir mal zum Kampf übertreten. Ach nichts, Triller schon wieder. Das war gar nicht. Ich muss die ganze die ganzen Angriffe erstmal wieder. Nein, das. Okay, das kann wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Aua, okay. Da, ich muss erstmal die Angriffe jetzt wieder studieren. Wie was genau funktioniert und so weiter. Okay. Okay, Y. Nein. Oh, sei vorsichtig. Es kommt direkt aus der Hölle. Was? Wer ist das? Geht nicht. Ah. Wir dürfen uns nicht trennen. Bleiben wir zusammen. Nein. Ich locke sie weg und kehre dann auf einem anderen Weg zurück. Bleib das bei ist doch. Triller. Nein, das ist doch. Möge die Macht mit dir sein. Meisterin, bitte geht nicht. Triller, was wird jetzt passieren? Alles okay. Alles okay. Aber sie flieht statt Triller zu töten? Triller hat das Artefakt. Und wir ihre Waffe. Ich muss Triller aufhalten, bevor sie wahrscheinlich entkommt. Eine Inquisitorin wird geboren. Nee. Doch, einige. Okay, ja, doch. Als die zweite Schwester Karl im Gewölbe auf Bagano attackiert, gelangt ihr Lichtschwert durch eine unglückliche Manöver in seine Hände und löst bei ihm ein Echo ihrer tragischen Vergangenheit aus. Karl erfährt von Trillers Geschichte als Sers Padawan, einschließlich den verstörenden Details ihrer Gefangennahme und Verwandlung in die zweite Schwester. Als diese Offenbarung Karl für einen kurzen Moment lähmt, gelingt es Triller, ihm das Holocron zu stehlen. Was sehr, sehr schlecht ist. Und ich denke mal, wir müssen sie jetzt aufhalten und draußen wird ein großer, großer Krieg toben. Wir lassen uns überraschen. Oder? Auch nicht? Ah.
Da unten sind Freunde. Unser Schiff steht auch noch da. Aber warum? Wo ist unsere Crew? Wo sind sie? Mhm. Nein, ich lasse ihn kämpfen. Ich glaube, er ignoriert das einfach, ne? Ja, ich könnte sie auch ganz gerne töten, ne? Ich hätte auch kein Problem damit. Ah, jetzt.